Der AV-Receiver ist die Steuerzentrale jedes anspruchsvollen Heimkinos. Doch in der Filmtechnik ist der Fortschritt beachtlich. Neue Medien bringen immer wieder andere Anschlüsse, Bild- und Tonformate. Bestes Beispiel: ein neuer Blu-ray-Player. Er gibt Bild und Ton am besten digital über seine HDMI-Buchse Richtung AV-Receiver und Videoprojektor aus. Darüber liefert er hochauflösende Bilder sowie die neuen verlustfreien Tonformate Dolby True HD und DTS HD von Blu-ray-Filmscheiben. Doch ältere AV-Receiver können diese neuen Tonformate nicht entschlüsseln. Da ist mit den meisten Geräten Frust vorprogrammiert. Nicht so bei NAD. Dank der einmaligen Modular Design Construction wachsen diese Geräte mit ihren Aufgaben. Hochwertige AV-Receiver und Vorstufen seit dem Modelljahrgang 2007 lassen sich mit neuen Baugruppen auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Zwei Audiomodule mit leistungsfähigen Signalprozessoren machen sie fit für alle Tonformate der Blu-ray-Disc, wahlweise mit oder ohne die neuesten Klangoptimierungen der Heimkino-Experten von Odyssey. Mit den beiden Videomodulen wandeln die NAD-Geräte nun auch analoge in digitale Videosignale für die HDMI-Ausgabe um. Auf Wunsch auch mit einer besonders hochwertigen Signalverarbeitung für beste Bildqualität bis ins HD-Videoformat 1080p. Die Audio- und Videomodule lassen sich beliebig kombinieren. Ihr NAD-Händler baut sie in der gewünschten Kombination in den AV-Receiver ein, indem er die alten Audio- und Videobaugruppen durch die neuen ersetzt. So wird ein mehrere Jahre alter AV-Receiver im Handumdrehen fit für die neuesten Bild- und Tonformate. Auch den nächsten Heimkino-Innovationen sehen sie gelassen entgegen. Denn für künftige Anschluss-, Bild- oder Tonformate wird NAD ebenfalls die passenden Module liefern. Bis dahin können Sie das tun, wozu Sie Ihren NAD-Receiver gekauft haben: um Musik und Filmton in bester Qualität zu genießen. NAD, powered by Passion.